David Beckham, den schätze ich so als so einen Hobbykeller-Typen ein. Also der sitzt wahrscheinlich zu Hause, macht Window Colors, Sudoku. Ich könnte mir vorstellen, dass der einfach, das ist so ein Hobbytyp, der geht in den Schützenverein, sowas. Na, ich denke, das ist bei Leistungssportlern so. Und er ist ein Leistungssportler, hat ja, soweit ich das überhaupt beurteilen kann, in den letzten Jahren nicht mehr so wahnsinnig viel gerissen. Soll er ruhig aufhören. Seine Frau verdient jetzt die Kohle und er kann sich um die Kinder kümmern. Rentner mit 38 ist für ihn total okay. Der hat ziemlich viel gearbeitet und hat auch gut gearbeitet und möchte sich jetzt um seine Familie kümmern. Da kann man nur neidisch werden, ne? Rentner mit 38 ist nicht verkehrt. Naja, Rentner mit 38, er ist nun mal Sportler und er trainiert sehr hart. Er hat alles gegeben. Ich glaube, irgendwann hören dann einfach die Kräfte auf und man muss ja auch ein bisschen auf seinen Körper achten. Und ich bin mir sicher, in Rente wird er noch nicht gehen, vielleicht in Fußballrente, aber der macht ja Parfum, Unterhosen, alles Mögliche. Ich bin mir sicher, als Geschäftsmann wird er uns weiterhin erhalten bleiben. Naja, im Fußball ist es ja eigentlich sehr normal. Also mit 38 hat er sich eigentlich noch relativ gut gehalten. Ich meine, ich glaube, das ist wirklich so. Ich meine, was soll er anders tun? Das ist ja wie bei den Models, ja. Ich meine, er ist Fußballer, ein genialer Fußballer, aber ich glaube, seine Knochen sind zerschlissen. Das ist nur in der Natur der Sache. Und wir dürfen auch nicht erwarten, dass die Sportler halt eben bis ins Rentenalter halt eben weiterhin halt eben Sport betreiben. Er wird was Neues finden. Ich denke mir, er ist so ein Allrounder, ja. Er ist ja wirklich genial. Er ist Model. Ich könnte mir vorstellen, dass er auch Schauspieler oder vielleicht Musicalstar wird oder irgendwas. Er ist kreativ. Er ist zum Beispiel auch jemand, der die Lässigkeit perfekt auf einem Red Carpet präsentiert, ohne nachlässig zu sein. Naja, ich glaube, in Rente für David Beckham heißt halt, dass er nicht mehr aktiv Fußball spielen wird. Ich bin mir sicher, dass er, also die beiden haben ja auch Familie und Kinder und ich finde, wenn man sich das leisten kann, und das kann er mit Sicherheit, kann man das schon verstehen, dass man einfach sagt, man will sich jetzt irgendwie mal auf die, vielleicht aufs Leben und auf die Familie konzentrieren. Ehrlich gesagt, ich glaube, das würden einige von uns genauso machen. Ich glaube, er muss sich keine Sorgen machen, dass er sich langweilt. Ich glaube, der hat genug zu tun.